Moin, moin, ihr Lümmels. Heute geht es von der Waderkant ab aufs große Meer, ab auf die See. Und da, tja, geht es in wilde Schlachten hier in World of Warships. Ja, ab Sonntag starte ich los. Eine Woche lang World of Warships in Kooperation mit World of Warships. Das ist eine Werbeaktion auch von World of Warships. Und zu dieser Aktion gibt es für euch Premium-Tage, beziehungsweise ein gesamtes Premium-Paket, wenn ihr euch das erste Mal oder wenn ihr euch neu anmeldet bei Wargaming und mitmachen wollt, dann bekommt ihr 7 Tage Premium, dann bekommt ihr, hier oben haben wir sie stehen, von den Golddublonen 500 Golddublonen, 2 Millionen Silbercredits kriegt ihr auch dazu, ein Tier 4 Schiff und ich glaube, so in dem Bereich zwischen Tier 3 und Tier 5 sollten wir uns doch irgendwie einpendeln. Vielleicht schafft es ja bis Sonntag noch ein bisschen zu leveln, dass wir dann vielleicht am Sonntag beziehungsweise dann darauf am Dienstag oder am Donnerstag, dass wir dann vielleicht auch irgendwie zusammenzocken können, wenn wir denn so in diesem Levelbereich sind. Und dazu kommt auch noch ein Commander oder Commander Points, dass man eben hier einen Kapitän noch weiter skillen kann. Ich starte dann einfach mal rein hier mit einem Tier 4 Schiff und mit einem Kreuzer, denn das Schöne bei den Schiffen ist, dass die eben nicht nur die normalen Kanonen drauf haben, was ich halt mega gut finde, sind eben auch die Torpedos und das macht halt richtig Bock. Also das ist schon wirklich gut und das Schöne ist, die Schiffe sind relativ schnell und wendig. Das heißt, man kann mal eben kurz rein, bisschen draufballern, zack, taktisch wieder, taktischer Rückzug, vielleicht noch auf dem Rückzug ein paar Torpedos rausschießen und dann wieder volle Kraft zurück und gucken, was geht. So, jetzt müssen wir erstmal schauen, wo denn unser Team ist. Die Schlacht beginnt. Los geht es. Boah, vor Monaten haben wir ja schon mal eine Zeit lang hier gedaddelt. Ich weiß, es gibt sogar noch ein paar Ingame, es gibt sogar noch ein paar Sounds im Stream. So, die Kanonen, die richten sich so langsam aus. Dann sieht man dann hier unten, wie die sich dann alle drehen, die Kanonen. Alle in eine Richtung schon mal. Hier sind die Torpedobänke. Die zeigen auch schon mal in die Richtung. Da und da. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir gleich da hinten in der Richtung, da sind die Gegner. Ich habe jetzt gerade einen Easy-Mode sozusagen eingestellt, ein bisschen zum Üben und zum Wiedereinkommen. Das ist jetzt eine Schlacht gegen Bots, ist aber zum Klarkommen gar nicht so schlecht. So, jetzt drehen wir mal die Kanonen. Man sieht ja die gelben Points hier, die gehen jetzt alle hier auf die Mitte. Und dann gucken wir mal, wann wir die ersten... Die kommen jetzt hier von der Seite so hart rüber. Die Kollegen. So. Und ich denke mal, da vorne in dem Bereich. Guck, da wird sogar schon. Da wird sogar schon gecapped. Da ist sogar schon irgendwo ein Schiff in dieser Area. In dem. Da ist es. Und jetzt gib ihm. Vorzielen. Sehr schnell. Und weil wir schon mal mies sind, halten wir auch direkt Torpedos rein. Der wird höchstwahrscheinlich hart ablenken. Das heißt, wir machen mal einen auf den und wir machen mal einen auf den. Und ich drehe auch schon wieder ab. Jawohl. In Brand gesteckt das Schiff. Und wegdrehen, denn wir wollen ja auch keine Treffer reinkriegen. So, und jetzt kommen wir nach hinten raus. Vorzielen immer. Jawohl. Und getroffen. Perfekt, so soll das sein. Torpedos machen einfach so Bock. Torpedos sind genau mein Ding. So, da kommt schon direkt der nächste. Also, in Position. Bisschen vorzielen. Ich hoffe, das passt. Das ist das Schwierigste, ne? Das ist das Schwierigste.
zu erahnen oder zu auszurechnen sozusagen. Noch weiter vorzielen. Oh, und noch höher. So, jetzt. Wir können gleich schon wieder Torpedos rausjagen. Aber der ist so weit weg. So, der war doch schon mal gut. Und da kommt jetzt natürlich eine kleine Insel. Was wohl ein ganz wichtiger Anhaltspunkt ist, sind, oh, der steht ja regelrecht. Sind die Rauchschwaden sozusagen. Der ist sogar untergegangen. Das heißt, wie steil der Rauch aus den Schornsteinen raus ist, dementsprechend sieht man eben, wie schnell die Boote fahren. Also kann man zumindest von ableiten. Oh, jetzt lenkt der hart ein. Und wir wechseln auf die Torpedos. Jawohl. Und wieder abdrehen. Und die Torpedos sind raus. Ich habe hier bei dem Boot eingestellt eine relativ gute oder eine richtig gute Wendigkeit. Damit man eben mal schön schnellere Manöver fahren kann. Bam! OMG! Er ist aber auch voll reingebreddert. Er ist aber auch voll reingebreddert. So soll das doch sein. Ja, so und so ähnlich kann es gehen. Und wie gesagt, gerade jetzt natürlich hier mit Premium macht das natürlich noch ein bisschen mehr Bock, weil man eben, klar, mit 7 Tagen Premium kann man einfach noch ein bisschen mehr XP farmen und dann schon mal gucken, in welche oder wo man seine Skillpunkte quasi dann reinsteckt. Man kriegt einfach mehr Erfahrungspunkte und welche Schiffe man ausbauen will. Man kann auch U-Boote ja mittlerweile ausbauen. Das ist natürlich schon richtig krass. Ich habe eine Runde mit dem U-Boot gespielt. Ich musste erstmal drauf klarkommen. Das machen wir aber dann im Livestream nochmal richtig. Da gucken wir uns das dann mal genau an. Also, wenn ihr da Bock drauf habt, ich verlinke auch auf jeden Fall nochmal den Code bzw. auch den Link unterm Video zum Runterladen, also zum Runterladen des Games, und mit diesem Link bzw. dann auch mit dem Code Warships habt ihr dann 7 Tage Premium, 500 Gold und ein Schiff, auch schon ein Tier 4 Schiff, das was ich jetzt hier gerade fahre oder so eins in dem Bereich. Na, kriegen wir den da hinten? Ich glaube, der ist zu weit weg, ne? Das gibt's dann alles gratis, wenn man, wie gesagt, einen neuen Account macht bei Wargaming. Und ich sag mal so, entspannt für eine Woche zusammen ein bisschen daddeln. Kann man das doch mal schnell machen. Zack, neue E-Mail-Adresse und gib ihm. So, komm ran hier. Es ist das letzte Schiff. Es ist das letzte Schiff da hinten. Jetzt fahren wir natürlich, oh, der fährt noch weiter nach hinten, aneinander vorbei. Das heißt, wir müssen noch weiter vorzielen und in Brand gesetzt. Jawohl. Kriegen wir den auf die Entfernung? Noch weiter. Oh, der andere ist aber hart dran, ey. Noch schneller. Und er wird... Oh, der nimmt den anderen raus. Mit Torpedos. Und jetzt wird er auch noch unsichtbar. Jetzt muss ich aber Gas geben. Die kommen auch nicht mehr rechtzeitig an. Der ist ja richtig schnell gewesen. Und da taucht er gerade wieder auf. Perfekt. Aber er wird quasi nur aufgedeckt. Hinterm Berg. Den kriegen wir, glaube ich, nicht mehr. Oder? Ne, wahrscheinlich kriegen die anderen den. Vielleicht kriegen wir ihn hier. Vielleicht kriegen wir ihn hier. Aber der ist so schnell. Ne. Mann, ist der schnell. Und da geht er unter.
Ja, so viel dazu. Wie gesagt, nächsten Sonntag geht es los. Eine Woche lang schön jeden zweiten Tag rein hier in World of Warships und dann Gas geben. Und wie gesagt, wenn ihr Bock habt, einfach über den Link das Game runterladen mit einem neuen Account natürlich. Und dann habt ihr die Premium-Tage, die Kohlen, neues Schiff schon direkt auf Tier 4. Und ja, dann können wir direkt auf dem Level und in dem Levelbereich zusammen zocken. Weiter und höher ist mein Skill wahrscheinlich eh nicht. Ich muss noch ein bisschen üben, ein bisschen klarkommen. Und dann sehen wir uns. Ich wollte gerade sagen, Petri, das aber dann an den anderen Tagen in der nächsten Woche. Und zwischen dem Angeln wird hier schön Warships gezockt. Bis dahin.